Heute gibt es mal ein. War und ein wenig Kauprobleme habe und trotzdem Hunger habe und gerne etwas Weicheres essen möchte. Und dann kam ich auf die Idee, mal wieder die guten alten Pfannkuchen hervorzuholen. Ein ganz, ganz, ganz einfaches Rezept mit vielen Möglichkeiten zum Füllen. Dazu kommen wir aber später. Ich habe jetzt erst einmal 250 Gramm Mehl ab. Milch und 100 Milliliter Sprudelwasser, damit es schön fluffig nachher wird, der Teig. Dann brauchen wir noch 4 Eier und im Mehl befinden sich noch 2 Prisen Salz. Das geht jetzt ganz einfach und schnell. Die Zutaten werden jetzt alle auf einmal in die Schüssel gegeben. Sprich, die Flüssigkeit kommt zuerst rein. Dann schlagen wir alle Eier auf, auch alle auf einmal in die Milch-Mehl-Mischung. Da können wir ja dann vielleicht nach 2 Eiern aufschlagen auch rausgehen. So. Und jetzt wird das Ganze nur kurz verquirlt, damit sich das Mehl löst und die Eier aufgeschlagen sind. Kann man übrigens auch sehr gut im Schneebesen machen. Man braucht gar nicht unbedingt den Handrührer. Schon. Bevor wir sie jetzt ausbacken, lassen wir ihn einfach 10 Minuten stehen, dass das Mehl noch ein bisschen ausquellen kann. Der Teig hat sich jetzt 10 Minuten entspannt und jetzt können wir ihn schön ausbacken. Wir brauchen Butter, Fett, Margarine, Öl, weil wir im Teig ja nicht ein Fitzelchen Fett oder sowas haben. Und natürlich soll er auch schön knusprig werden. Ich nehme als Portionierung eigentlich immer eine ganz normale Suppenkelle und das ist die ideale Menge, damit der Pfannkuchen nicht zu dick wird, nicht zu dünn wird. Das ist ja ein Pfannkuchen und kein Crepe, also ein kleines bisschen dicker darf er werden. Aber er soll natürlich auch nicht so dick sein, dass man nach einem Pfannkuchen sagt, oh, ich bin ganz satt. Man möchte ja vielleicht verschiedene Füllungen ausprobieren. Zeitgleich erwärme ich einen wunderbaren Rahmspinat, also der berühmte mit dem Blub. Die meisten wissen, wovon ich spreche, weil ein Pfannkuchen kann süß und herzhaft gefüllt werden. Und aus meiner Kindheit kenne ich es einfach, einen Pfannkuchen mit Rahmspinat zu füllen, eventuell noch ein bisschen Käse drüber zu streuen, mit Salz und Pfeffer ein bisschen zu würzen. Und für mich gab es als Kind nichts Besseres, einen Pfannkuchen mit Spinat zu füllen. Und wenn die erste Seite schön Farbe bekommen hat, dann wenden wir unseren Pfannkuchen. Ich kann ihn nicht in die Luft werfen, aber es geht auch ganz einfach mit einem Pfannenwender. Die zweite Seite braucht meistens nicht so lang. Also immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht rabenschwarz wird, sondern so eine schöne braune Farbe soll er bekommen. Der Pfannkuchen ist fertig und kommt jetzt schnell auf einen Teller, wenn er denn abgeht vom Pfannenwender. Dann setze ich einen Deckel drauf, dass er warm gehalten wird, weil wir haben ja noch so ein, zwei Pfannkuchen zu backen. Und bevor ich den nächsten Pfannkuchen in die Pfanne mache, auf jeden Fall wieder ein kleines bisschen Butter. Wir brauchen nicht ganz so viel, aber ein kleines Stückchen gehört unter jeden neuen Pfannkuchen. Jetzt noch einen kleinen Tipp, wie bekommt man den Pfannkuchen am einfachsten auf den Teller? Man nimmt seine Gabel, piekse in die Ecke des Pfannkuchens, dann wird der Pfannkuchen aufgerollt. Und wenn man ihn schön aufgerollt hat, dann legt man ihn an den Rand seines Tellers, kann ihn wieder entrollen und dann perfekt füllen mit dem, was man gerne hätte.